Shalom. In unserer Parasha lernen wir, dass unser Vorvater Abraham seine Frau Sarah in Hebron begraben wollte. Er bat das damals dort lebende Volk Bnei Chet, ihm die Grabstätte zu verkaufen. Er war bereit, einen hohen Preis dafür zu zahlen. In Wahrheit jedoch hätte Abraham die Grabstätte, die eine Hülle ist, umsonst bekommen können. Das Volk Bnei Chet, die Abraham sehr achteten, wollten es ihm schenken. Es wäre auch fair gewesen, denn Gott versprach Abraham das Land Kanaan. Abraham bestand jedoch darauf, das Grab käuflich zu erwerben. Warum bestand Abraham auf den Kauf? Im heiligen Buch Zohar wird erklärt, dass es in der Heiligkeit eine Regel gibt. Gute heilige Dinge kommen nicht umsonst, sondern durch Anstrengung und Zahlung eines Preises. Im Gegensatz zur nicht gute Seite, der Seite, die sich Heiligkeit widersetzt, du bekommst Dinge umsonst und ohne jede Anstrengung. König Schlomo sagte auch in seiner Weisheit, wer Geschenke hasst, wird leben. Deshalb war es Abraham wichtig, für die Grabstätte zu bezahlen. Daraus lässt sich eine wichtige Lektion für das Leben lernen. Sogar diejenigen, die mit dem Talent gesegnet wurden, erfolgreich Torah zu lernen oder mit vollem Herzen Menschen helfen, sollten sie nicht denken, dass sie sich nicht bemühen müssen. Sie sollten versuchen, noch mehr zu tun, um den Weg der Heiligkeit erfolgreich zu gehen. Andererseits, wer sich schwer tut, auf der spirituellen Ebene weiterzukommen, der soll bestärkt werden. Wenn das Erreichen der guten Dinge schwierig ist und der Fortschritt langsam, dann ist das vielleicht ein gutes Zeichen und ein Zeichen der Zugehörigkeit zur Heiligkeit. Shabbat Shalom.